Wir spielen heute Tambusi. Ein etwas ganz neues, anderes Spiel von Haber. Ich finde es eigentlich ganz lustig, weil es mal anders ist als alle anderen Spiele. Stimmen wir mal rein. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, gleich am Anfang beim Auspacken, das ist der Abfall. Weil es diesmal wirklich, finde ich, auf die anderen Spiele hin ein bisschen mehr ist. Aber es ist nicht schlimm. Ja? Also das ist jetzt mit der Tüte dann noch der Abfall. Es geht, aber trotzdem ist uns halt aufgefallen. Und es gibt verschiedene Spielmodi. Einmal hört sich so an. Da hat man immer nur, wenn man drauf drückt, so einen Trommelschlag. Ansonsten ist es ganz leise, bis der Blitz kommt. Und dann haben wir... Was ist das? Die Dschungelmusik. Dschungelmusik. Und dann... die wilden Tiere vom Dschungel. Genau, also man drückt halt dann immer und irgendwann kommt dann der Blitz. Drehen, knien. Drei. Du gehst mit deinem Krokodil. Drei Häuser weg. Zwei, drei. Und schiebst ihn runter von der Matte. Und dann ist immer der dran, dessen Tier rausgefallen ist. Das ist das Lustige an dem Spiel, weil man nicht weiß, wer dran kommt. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt bin ich. Hey! Das war der Blitz. Mein Nilpferd ist geröstet. Ich kriege jetzt den Tambusi-Taler 5, weil ich der Erste bin, der rausgeflogen ist. Dann suche ich mir irgendein Häuschen aus. Jetzt in dem Fall das. Tiger warst du? Dann bist du jetzt der Anfänger. Vorbei. Jetzt müssen wir zählen. Also ich habe 9 Punkte. Benjamin, du hast 10 und die Katharina hat 14 Punkte. Ja, ich hab die Mitte dran. Gehen wir wieder um. Stellen wir wieder hin. Jetzt mag ich anfangen. Jetzt machen wir die Diana. Jetzt machen wir die andere. Diana. Ah, ja, Katharina. Also, wieder Punkte zählen. Dann hat die Katharina gewonnen. Und der Benjamin aus. Es macht Spaß, weil es mal was anderes ist. Aber natürlich ist es für gerade so Kleine manchmal ein bisschen schwierig, dann warten zu müssen, bis wann komme ich denn wieder dran. Aber trotzdem, es hat uns Spaß gemacht. Danke. Tschüss.